Ja, Moinsen, ich bin's nochmal. Und zwar dachte ich, ich mache nochmal so ein Video, weil ich heute Morgen so eine kleine Eingebung hatte, die ich dann dachte, ich auch mal überprüfen zu müssen und sich als halb passend rausstellte oder als recht gut passend rausstellte. Ich weiß noch nicht, ob ich der Erste bin, der jetzt darauf hinweist. Wenn nicht, tut's mir leid. Ich habe es noch nicht überprüft oder noch nicht nachgegoogelt, wie man das so schön sagt. Aber ich dachte, ich mach's einfach mal. Und zwar war das eine Mischung aus einem Video um die Karte des Piri Reis, das ist dieses gute Stück hier, und ein Video um die Linien, die ja quasi einmal rund um den Globus gehen, wo die antiken Städten drauf liegen. Hier Angkor Wat, Gizeh, dann haben wir Machu Picchu drauf, die Nazca-Linien liegen hier auch drauf, hier vorne. Die Osterinsel und. Also liegt halt ein bisschen noch mehr drauf. Hier ist, glaube ich, auch noch irgendwas Dickes. Keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Also liegt noch mehr drauf, aber eben bei Weitem nicht alles. Also Baalbek und sowas liegt da natürlich nicht drauf. Hier oben die Stonehenge natürlich auch nicht, wobei das nun keine großartige Stadt oder ähnliches ist. Aber es liegt tatsächlich nicht alles drauf, aber schon vieles Interessantes vor allem. So, aber dazu habe ich halt ein eigenes Video gemacht. Und um diese Karte. Ich erwähne in der Karte eine Abhandlung über die Karte oder eine Rekonstruktion der Karte, indem man die Karte rekonstruiert wird, die wahrscheinliche Originalgröße. Und unter anderem wird dort auch auf diesen kleinen roten Punkt eingegangen. Da wird spekuliert, beziehungsweise es wird erwähnt, dass spekuliert wird, und das ist natürlich eine reine Spekulation und da halte ich mich auch eigentlich erstmal raus, ob sich da hier um Atlantis handelt. Also, wie gesagt, da so oder so sei mal alles dahingestellt, aber ob sich das hier um Atlantis handelt. Ich habe dann geschrieben, dann noch eine Anmerkung zugemacht, dass das eventuell die in so eine Inselgruppe sein könnte. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißt, aber das scheint wohl die hier oben zu sein, würde auch besser passen dazu. Von daher scheint es das nicht zu sein. Also war die Anmerkung wohl falsch da von mir. Also es geht halt um diesen roten Punkt. Vermutlich Atlantis oder ich nenne es jetzt einfach mal Atlantis, damit man eine Bezeichnung hat, weil wir haben da ja so keinen Namen für die Inselgruppe, gibt es nicht mehr. So, und dann war das halt alles noch relativ frisch im Kopf, weil ich die beiden Videos recht dicht hintereinander gemacht hatte und ich hatte halt quasi noch die Karte im Kopf und dann habe ich das Video mit diesen Linien gemacht und ich hatte dieses Bild hier tatsächlich auch im Kopf. Und mir fiel auf, dass der Küstenverlauf, also dass die Kartenabbildung ist ja quasi das Gebiet hier sozusagen. Und dass das passen könnte, dass die Inselgruppe, die eingezeichnete Insel bei Piri Reis, auch auf dieser Linie liegt. Das ist jetzt, ob das jetzt was bedeutungsvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe mir das dann halt mal so ein bisschen zurechtgedreht hier. Ja, das quasi per Bild hier fotografiert zu sagen und im Paint.net, das ist ein Programm so ähnlich wie Photoshop, nur halt free, also kostet nichts, kostenlos und ist natürlich auch nicht ganz so professionell und nicht ganz so ausgearbeitet. Aber es ist schon völlig in Ordnung. Also das ist das hier jetzt, das ist jetzt nur das Foto, ich kann jetzt hier nichts drehen. Und wie man hier schon gestrichelt blinken sieht, leuchten sieht hier, habe ich schon die Karte darüber gelegt und schon so ein bisschen angepasst. Ich habe halt nur die Deckkraft runtergedreht, die mache ich jetzt mal wieder hier. Die ziehe ich jetzt mal wieder hoch. Zack, machen wir so. Und wie man sieht, es passt schon ein bisschen. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen genauer und so, aber man muss es ja auch nicht völlig übertreiben. Hier oben passt es natürlich nicht, weil das eine Karte ist und ich hier hinten eine Kugel habe. Natürlich verzerrt sich das, also das wird zwangsläufig nicht passen. Deswegen hatte ich das schon versucht, hier ein bisschen zu mitteln, also ungefähr so hinzubiegen, wie auch die Karte ist. Dann habe ich das jetzt drüber gelegt und wie man sieht, passt die Inselgruppe sehr gut. Also passt das sehr gut hier mit der Inselgruppe und der Linie. Wie gesagt, was das zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Interessant fand ich dann halt noch, dass man einfach mal gucken könnte. Man hat halt hier diesen Zipfel und wenn man von dem Zipfel gerade hochgeht, sozusagen bis zur Linie, da ist ja dann einfach sozusagen so also diese Atlantis ist da ja so ganz einfach zu finden eigentlich, wenn man von dieser Hacke halt nach oben geht. So, das habe ich dann jetzt auch mal bei Google Earth hier gemacht. Hier ist die Hacke einfach mal so auf dumm mit dem, also nichts Genaues, aber einfach mal so auf dumm nach oben gehen. So genau ist auch die Piri Reis Karte nicht. Das erwähne ich auch in dem anderen Video. Das darf man dann auch nicht vergessen. Achso, Entschuldigung, drehen wollte ich es nicht. Ich wollte reinzoomen. Also einfach mal gerade hoch und siehe da. Also man hat halt hier zumindest eine Struktur, die also ich will jetzt ja nichts behaupten und ich bin ja nun auch echt kein Meeres Experten, Geologe für Meeresstrukturen und so.
Aber da ist zumindest was, was exakt auf dieser Linie liegt und passen würde zu diesem Bereich. Und wie groß diese Inselgruppe, also die müsste ja wesentlich größer gewesen sein, also wenn, dann fehlt hier ja noch was. Allerdings, wie gesagt, ich will da nichts zu sagen. Ich habe halt nur geguckt, reingezoomt und es passte. Man hat halt hier auch jetzt noch eine Struktur. Ob es das ist oder nicht, weiß ich nicht. Sei mal alles dahingestellt. Fand ich halt nur interessant und erwähnenswert in diesem Zusammenhang noch. Ja, das war's von mir auch schon wieder in diesem Fall und ich wünsche euch allen einen wunderbaren Tag noch und hauen Sie rein.